Hallo, mein Name ist Roman Karlczyk, ich bin Fotograf und lebe in Niederösterreich. Dieses extrem kurze Video, das ich jetzt im Anschluss präsentiere, ist eine Ergänzung zum vorigen Video, in dem ich die Fuji X100F vorgestellt habe. Leider habe ich vergessen, den angekündigten Vergleich zwischen dem Display der X100F, dem Display der X-T2 und dem Display der X-Pro 2 in das Video hineinzuschneiden. Es ist mir leider nicht aufgefallen und ich suche euch dafür um Nachsicht. Ich liefere das jetzt nach. Weiters möchte ich einen Irrtum, also mir ist ein Versprecher passiert, klarstellen. Die X100F kann kein 4K, ich sage es nochmal, kein 4K, die hat den Modus FHD. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach und das nachfolgende Video bringt euch wieder einige Informationen, die ihr für euch verwenden könnt. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. So, hier die Bildwiedergabe auf dem Display einer X-T2 im Vergleich jetzt zur X100F. Auch hier die Farben werden deutlich fetter dargestellt. Also man merkt es hier schon, hier ist es wesentlich dezenter. Und hier viel mehr Brillanz. Noch einmal X-T2 X-100F. So, einmal hier das Bild von der Fuji X-Pro 2 und hier das Bild von der X-100F. X-Pro 2 X-100F.